Liebe Freundinnen und Freunde des Rechtsstaats, ich muss euch sagen, ich bin ungeheuer beeindruckt, wie von dem Rückenbau ich wegschaue, ihr tapferen und weiteren Gegner. Das möchte ich mich mal recht herzlich bedanken für uns alle, damit wir oben bleiben. Also, jetzt kann ich aber richtig sein. Der 30. September 2010, der schwarze Donnerstag, ist immer noch nicht aufgearbeitet. Wie gewohnt drücken sich die abgewählten Parteien, die CDU und die FDP, um ehrliche Antworten. Viel schlimmer aber ist, wie die heute Regierenden, die Grünen und die SPD, sich feige hinter koalitionspolitischen parteilichen Ängsten verstecken und das Desaster totschweigen. Unnachgiebig, aber bearbeitet die politische Abteilung der Staatsanwaltschaft die Fälle, die die S21-Gegner betreffen, nämlich uns. Wir möchten euch heute vom Fall Werner, dem Fußtrittfall, berichten. Werner war am 30.09.2010 im Mittleren Schlossgarten. Er kam mehr als Beobachter, er kam nicht als Demonstrant. Nahe am Barcafé sah er, wie die schwarz-vermummte Polizei Demonstranten abdrängte, um den Weg für die Kindertransporter freizumachen. Werner sah, wie ein leblos am Boden liegender Demonstrant von einem Polizisten mit einem Fußtritt gegen die Beine traktiert wurde. Zur Rede gestellt, verweigerte der Polizist seine Personalien. Schwarz verwummt konnte Werner ihn nicht erkennen. Werner gibt nun am 3. Oktober 2010 seine Beobachtungen als Zeugenwahrnehme an die Staatsanwalt Stuttgart weiter, zu Händen von Oberstaatsanwalt Hausner. Am 22. Oktober wird er schon zu einer Zeugenvernehmung ins Polizeipräsidium geladen. In einer polizeilichen Videosequenz wird ihm gezeigt, wie er einen vermummten Polizisten Vorhaltungen macht. Und nun ruht die Sache 25 Monate bis 2012. Nach mehrfachen Mahnungen erhält Werner nach über 2 Jahren am 18. November von der Staatsanwaltschaft eine Einstellungsverfügung zu seinen Beobachtungen. Zur Begründung wird behauptet, dass die Polizei sich gegen massiven Widerstand des Demonstranten wehren musste. Unmittelbarer Zwang, das heißt Pfefferspray, sei daher gerechtfertigt gewesen. Trotz der Warnung, Pfefferspray einzusetzen, hätte der Widerstand des Demonstranten nicht nachgelassen und plötzlich sei dieser zu Boden getaumelt. Der beschuldigte Polizist erinnert sich nicht mehr, mit Pfefferspray gesprüht zu haben. Allerdings bestätigt die Staatsanwaltschaft, dass die Videosequenzen zeigen, wie der Demonstrant nach einem Pfefferspray-Einsatz eines Polizisten rücklings zu Boden geht und liegen bleibt. Der Polizist hält es allerdings für möglich, dass der Demonstrant nur simuliert haben könnte. Der inkriminierte Fußtritt ist auf den Videosequenzen nicht zu erkennen, weil die Sicht durch Personen verdeckt ist und der Polizist erklärt weiterhin, den Demonstranten auch nicht getreten zu haben. Lügenpack! Auf 6 ellenlangen Seiten rechtfertigt nun die Staatsanwaltschaft den Einsatz von Pfefferspray und befasst sich nicht gefahr mit dem beobachteten Fußtritt. So wird zum Beispiel ausgeführt, der Pfefferspray-Schuss diente dazu, eine Zeitverzögerung beim Aufbau der Sperrglieder zu verhindern. So sei eine vorübergehende
gesundheitsbeeinträchtigendes Demonstranten daher dienbar gewesen. Bedenkbar. So hätte auch Wegfragen wiederum zu viel Zeit gekostet. So sei ein etwaiger Schlagstoffeinsatz und eine Festnahme das wesentlich härtere Mittel gewesen. Der gar nicht zur Frage stehende Pfeffersprayeinsatz wird ausführlich gerechtfertigt. Der von Werner beobachtete und bezeugte Fußtritt wird jedoch nicht berücksichtigt, weil er in dieser Videosequenz nicht zu erkennen ist. Außer Werner gibt es keine Zeugen. Objektiv konnte der Fußtritt also nicht nachgewiesen werden. Mit anderen Worten, die Aussagen unseres Zeugen Werner wird für nicht glaubwürdig gehalten. Verfahren einstellen und anschließend noch eine Beschwerde gegen die Einstellung wird dann von der Generalstaatsanwalt verworfen. Liebe Freundinnen und Freunde des Rechtsstaats, der 30. September 2010, der schwarze Donnerstag, ist noch immer nicht aufgearbeitet. Wieder sehen wir, wie durch lavierende Gesetze und Vorschriften Recht zu Unrecht gewandelt wird und wie Gerechtigkeit zu Ungerechtigkeit werden kann. Durch entsprechende Kennzeichnungsverpflichtungen hätten die Ermittlungen auf die rechtlich richtigen Wege geleitet werden können. Durch richtig eingehaltene Einsatzvorschriften hätte das ganze Desaster des 30. September 2010 einen schwarzen Donnerstag zu verhindern gewesen. Wir fordern darum von Justizminister Stiegelberger und von Innenminister Geil, beide SPD, die Kennzeichnungspflicht für alle Polizisten sofort und bei jedem Einsatz vorzuschreiben. Wir fordern darum von Innenminister Geil auch, den unsinnigen Rahmenbefehl sofort aufzuheben. Wir alle gemeinsam wollen oben bleiben!